Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte Ihnen von einer Grundschule erzählen, die ich in der letzten Woche besucht habe. Dort wurde ich von 4 Schülerinnen empfangen. Diese 4 Schülerinnen haben mich durch die Schule geführt, haben mir ihre Lehrkräfte und Mitschülerinnen vorgestellt, die bunten Klassenräume gezeigt, und fast alle diese Klassenräume waren mit digitalen Tafeln ausgestattet. Es gab sogar digitalisierte Polyluxe, sowas hatte ich vorher noch nie gesehen. In den Klassen habe ich neugierige und aufgeweckte Kinder getroffen, die mir Löcher in den Bauch gefragt haben. Die Schulatmosphäre wirkte auf mich sehr herzlich, sehr wertschätzend und sehr entspannt. Was ich bei der Führung durch die Schülerinnen alles gesehen habe, war fabelhaft. Es hat mich nachhaltig positiv beeindruckt. Und dann habe ich die Kehrseite erlebt. Die Kehrseite einer Schule, in der auf den ersten Blick alles gut läuft. Einer Schule, in der die Schülerinnen glücklich sind und Spaß am Lernen haben. Es zeigte sich, dass diese Schule vor allem deswegen so gut läuft, weil die Lehrerinnen und die Schulleiterinnen sich dafür aufopfern. Weil sie bis über ihre Belastungsgrenze hinweg arbeiten. Weil ihnen das Wohl und die Bildung ihrer Schülerinnen mehr wert ist, als auf ihre eigene Gesundheit zu achten. Das erste Mal angedeutet hat sich das, als ich am Ende der Führung die Schülerin fragte, ob sie Wünsche an Politikerinnen so im Allgemeinen haben. Und ihre Antwort war, es wäre schön, wenn die Lehrerinnen nicht mehr so oft krank wären, damit nicht mehr so viel Unterricht ausfällt. Das so von Schülerinnen im Alter von 10, 11 Jahren zu hören, da musste ich ein bisschen schlucken. In dem Alter hätte ich wahrscheinlich ganz andere Antworten gehabt. Das anschließende Gespräch mit den Lehrkräften setzte nahtlos an diesem Punkt an, mit dem die Schülerinnen uns zurückgelassen haben. Die Lehrerinnen haben uns erklärt, dass die sogenannte Vorgriffsstunde ein riesiger Schlag ins Gesicht für sie ist. Nicht, weil sie zu faul seien, eine Stunde länger zu unterrichten. Das machen sie sowieso schon regelmäßig. Das haben sie alle betont, sondern weil es verkennt, welche Mehrbelastung sie schon vorher geleistet haben. Weil es suggeriert, dass die Lehrkräfte schuld an der geringen Unterrichtsversorgung sind, weil es das gesellschaftliche Bild der unterbeschäftigten Lehrkräfte bedient, die in jeden Ferien Urlaub hat und täglich bereits mittags zu Hause ist, genau das Bild, was Herr Tilschneider hier gerade gezeichnet hat. Doch am emotionalsten war das Gespräch mit der Schulleiterin, welches zum Abschluss des Termins stattfand. Aus jeder Pore war zu spüren, wie wichtig ihr die Schule und ihre Schülerinnen sind, wie begeistert sie die Rektorin und Lehrerin ist. Und gleichzeitig merkte man ja auch an, wie sehr sie mental und körperlich am Ende ist durch ihre Arbeit, weil sie so sehr für den Beruf und die Kinder sich aufreibt, dass sie nachts nicht mehr richtig schlafen kann. Weil sie selbst an dieser Schule, an der der Schulalltag für die Schülerinnen so gut läuft, weil selbst dort der Lehrkräftemangel so groß ist, dass es Tage gibt, an denen aufgrund von Krankheitsfällen 2 Lehrerinnen allein den Unterricht für die ganze Schule gewährleisten mussten, an denen alle Schülerinnen in den Räumen auf einer Etage untergebracht waren und die beiden Lehrerinnen auf dem Flur saßen und von Klassenraum zu Klassenraum pendelten. Weil sie, als sie sich hilfesuchend als Schulleiterin an das Landesschulamt wendete, als sie nicht mehr weiter wusste, am Ende ihrer Kraft war, als erste Antwort bekam, sie schaffen das schon. Es ist keinesfalls so, dass es keinen regelmäßigen und häufigen Kontakt zwischen ihr und dem Landesschulamt bzw. dem Ministerium gäbe, das hat sie betont, aber dennoch fühlt sie sich nicht gehört. Dennoch hat sie das Gefühl, dass weder das Landesschulamt noch das Bildungsministerium und letztlich auch wir Abgeordneten ihr wirklich zuhören, wirklich die Probleme verstehen und nachvollziehen können, mit denen sie täglich konfrontiert ist. Und genau deswegen ist das Anliegen, ein regelmäßiges Dialogformat zwischen den Praktikerinnen, Expertinnen und der politischen Ebene einzuführen, ein äußerst wichtiges und unterstützenswertes Anliegen. Damit es regelmäßige Runden gibt, in denen wir wirklich zuhören können, in denen wir gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten können, die nicht wie die Vorgriffsstunde an der Realität der Schule und aller Betroffenen vorbei entschieden werden. Auch die Lehramtsausbildung muss dringend überarbeitet werden. Wir brauchen eine bundesweite Einigung und Zusammenarbeit, wie es dabei weitergehen soll. Dennoch wird sich natürlich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen, dass alle Bundesländer gemeinsam um denselben Pool an Nachwuchskräften, an Lehrerinnen und Lehrern buhlen. Dazu gibt es einfach, und das ist eben auch Teil der Realität, viel zu wenig junge Menschen in der gesamten Bundesrepublik. Die können nicht alle Lehrer werden, genauso wenig, wie sie alle Pflegekräfte oder Ärzte werden können. Wir haben einfach zu wenig junge Menschen. Dagegen hilft kein Klagen und dagegen hilft auch kein Gejammer. Dagegen hilft dann am Ende nur eins: Wir müssen die Schulen in Sachsen-Anhalt zu einem attraktiven Arbeitsort machen, und zwar bundesweit. Und dafür kämpfen wir Bündnis Grün. Deswegen stimmen wir beiden Anträgen zu. Vielen Dank. Dann können wir nunmehr